wieder der Mr. Magbrand und der Black for Greg ist auch wieder dabei. Ja, ich bin wieder da und einige seiner Abonnenten. Da bin ich drin. Oh, warte! Die reden jetzt sicher. Ja. Wie findest du das? Hey, ich glaube, gleich kommt der Bosskampf, glaube ich. Euresgleichen hat hier nichts zu suchen. Wenn ich euch noch einmal sehe, werdet ihr sterben. Nee, der Bosskampf kommt doch nicht jetzt. Der kommt später, glaube ich. Schenkt ihm keine Beachtung. Ja, ich bin jetzt auch wieder bei der Folge dabei. Nephalem. Eure Macht ist größer, als selbst Tyra ihn vorausgesehen hatte. Wir können nur noch hoffen. Doch nun müssen wir Diablo aufhalten, bevor er den Kristallbogen über uns erreicht. So, ich habe mich geirrt. Das war doch nicht der Bosskampf. Die meisten werden sich jetzt voll ärgern, wenn ich wieder mal damit Diablo dabei bin. Diablo wird den Kristallbogen auf der Spitze des silbernen Turms verderben, wenn er nicht aufgehalten wird. Hat er Erfolg, werden die Himmel fallen. Alles hängt von diesem Moment ab. Tyrael und ich werden uns zur Spitze durchkämpfen, wo ich Diablo endlich gegenübertreten werde. Warte, ich glaube, das ist jetzt zu Ende. Ja, jetzt können wir weitergehen. Ich freue mich schon so sehr auf den Bosskampf, also den Endbosskampf. Nicht. Das heißt, der Bosskampf. Obwohl das dann dein erstes Let's Play, das du wirklich zu Ende geführt hast, oder? Oh mein, was? Ja, Diablo 3 wird dann mein erstes. So, jetzt sprechen wir mit Lea. Also sei kurz leise. Wie fühlt sich das an? Zu wissen, dass ihr mir dabei geholfen habt, zum obersten Übel zu werden. All euren tapferen Taten zum Trotz ist doch das Einzige, was ihr wirklich erreicht habt, mich zu entfesseln. Ihr seid eine wahre Retterin, nicht wahr, Nephalem? Oh nein, jetzt habe ich schon... Ach so, das war ein Monster! Ich bin schwer verwundet! Wow! Ich bin verwundet! Warum sollte ich das tun? Hat die geile Sterbermanimation gesehen? Hey, ich mach's. Du hast die geile Sterbermanimation gesehen? Ja, hab ich gesehen. War cool, oder? Mhm. Ja. Und man hört dich jetzt etwas Diablo weniger laut. Erklimmt den Turm zum Kristallbogen. Die Brunnen der Himmel waren mit der Energie des Kristallbogens erfüllt. Okay. Und jetzt seht sie euch nur an. So. Zolt und Kull. Ihr habt mich ohne nachzudenken getötet, sobald ich euch nicht mehr von Nutzen war. Wie könnt ihr die verdammen, die euch geholfen haben? Oh, Schuldgefühle. Wow! Alter! Der sieht geil aus, oder? Oh mein Gott. Ah, wieder auf mich. Das ist ja noch nicht so. Oh yeah. Oh, ich merke den Monster. Ich merke gerade, die Monster sind ja ziemlich schnell besiegt, oder? Was? Die sind ziemlich schnell besiegt, oder? Ja, ich bin ja auch schon sehr hoch. Weil, weißt du, die Tränke hier, die sind für Level 26, Stufe 26. Ich hingegen bin... Warte, sieht man das? Ach nee, das will ich nicht. So, warte. Das müsste ich hier irgendwo sehen. Aber ich glaube, ich bin Level 31. Ja, ich bin Level 31, stimmt, ja, habe ich ja gesehen. Level 31 bin ich. Ja. Und Level 31 und 26 ist ein kleiner Unterschied. Was? Ich kenne zwar nicht vom Spiel, aber ich würde sagen, das ist jetzt. Bitte? Ach, dann. Nee, sag nochmal. Also, ich kenne ja selber nicht vom Spiel, aber Level 31 klingt nicht schlecht. Höchststufe ist Level 60, aber die kriegt man erst später. Also, da müsste ich das Spiel jetzt nochmal durchspielen auf Albtraum oder sowas. Die meisten Spiele mit so Leveln gehen bis Level 80. Nee, das ist Level 100 am besten. Wow! Hast du das gesehen? Alle drei auf einmal. Diese Hammerfürsten da. Du hast das erste Mal in der Session, dass du stirbst, oder? In der was? In der Session, also seitdem wir hier zusammen in diesem Part.
Und dem letzten Part. Ja, stimmt. Ja, ein Vier. Geschafft, geschafft, geschafft. Jetzt schnell weg. Wir sind hier gelaufen. Jetzt ein Vier. Und weg. Oh. Scheiße. Wow. Guck mal, wie geil der aussieht. Der sieht aus wie ein Diablo oder sowas. Hä? Nach der Schule. Was? Oh, jetzt ist endlich Wochenende. Yes! Wochenende, das stimmt. Cool. Shoppen. Ja, und der ist tot. Ich erinnere mich daran, die Engel in all ihrer Majestät durch diese Hallen schritten. Zeit zu kitzeln. Wohl eher. Ja. Jetzt so ganz hardcore. Wohl eher Zeit zum Kitzeln. Ach. Oh yeah. Voll krass, ey. So, wir haben noch Platz für ein Item. Und dann noch muss ich in die Stadt zurück und etwas verkaufen. Übrigens, ich mach eigentlich immer die Karte auch voll, weil das Bild von Skype, das ist halt das versperrt die Karte da oben. Aber das ist ja nicht schlimm, weil es halt Skype. Wow! Alter, das war ja riesig. Normalerweise kannst du doch wegziehen, oder? Was? Normalerweise kannst du doch die Skype-Anzeige auch wegziehen. Eine andere Ecke. Nee, mach ich nicht. Oh fuck, ich bin tot. Schon wieder. Boah, ich bin jetzt schnell. Ja, ich weiß. Ich bin echt der Pro im Sterben. Ja. Du magst sterben. Oh ja, ich kann das wegziehen, aber ich lasse es trotzdem lieber da. Nee, ich tu das in die Ecke. Ja, die Ecke. Ich lasse es da. Und tot. Wow. Stirbt schon voll alleine. Ich kill mich selber. Ja, wir sind intelligente YouTuber. Wir bringen uns selber um. Wow. Bam. So, jetzt erstmal das hier identifizieren und dann jetzt zurück, weil wir keinen Platz mehr im Event haben. Boah, das ist ja richtig cool, diese Armbrust. Na, die werde ich dann im Auktionshaus verkaufen. Ja, die Armbrust ist ja voll cool. Die werde ich verkaufen. Ja, ich kann die nicht benutzen, weil ich Zauberer bin. Und Zauberer können keine Armbrüste benutzen. Verstehst du? Hallo? Eigentlich nicht, aber wenn das Spiel so ist. Ja, weißt du, Armbrüste können nur Dämonenjäger benutzen. So riesige Beile können nur, wie hießen die? Barbaren benutzen. Diese Quellen hier und die Zauberstäbe können nur Zauberer benutzen. Ja, und lass mich überlegen. Was gab's denn noch mal für Klassen? Ah ja, stimmt. Ich soll erstmal gucken, ob hier irgendwas richtig Gutes für mich dabei ist. Nö. Lass mich überlegen. Hexendoktoren, die können Mojos und solche Mojos und solche Voodoo-Masken benutzen. Oh. Und ja, ich glaube, das waren alle. Ja. Von wann ist das Spiel? Also ungefähr von welchem Arm? Von welchem Jahr? Fängt schon die Sprechspiele an. Also ich hab's auf jeden Fall letztes Jahr gekriegt. Ja. Ich weiß noch, da warst du in der Sommer. Und hast du davon so geträumt, dass du es auch bald bekommen willst. Das weiß ich noch. Ich freue mich auf. Hab mich da so richtig gefreut, das habe ich dann zu meinem Geburtstag gekriegt. Wir waren in Mediamarkt, glaube ich. Ich hatte das letzte Exemplar gekriegt. Und das auch nur, weil irgendein Vollidiot das genommen hatte, dann irgendwo anders hingestellt hatte und ich das dann gefunden hatte. Ich verstecke das, damit keiner das kriegt. Aber ich finde es wahr, jetzt habe ich das. Der Turm, das Herz der Himmel ist.
war echt toll. Wow, ich freue mich, dass wir endlich beim Bus kommen. Und ich finde wirklich, dass sie das anpassen sollten, dass hier. Also dass halt, dass ich die Gegner automatisch, dass die Gegner automatisch stärker werden, wenn man selber stärker ist. Aber gleich stark bleiben, wenn man schwächer ist. Das wäre nicht gut. Aber sonst nützt es eigentlich nicht so viel, Typen aufzufallen, oder? Wie meinst du das? Ja, wenn die Feinde dann ja stärker werden, dann bringt es dann eigentlich ja auch nicht so viel. Ja, aber wenn man nicht stärker wird, dann... Nee, ich meine, die sollten stärker werden, damit sie nicht zu leicht sind. Weil jetzt bin ich hier, also vorhin, habe ich die auf jeden Fall alle eigentlich mit einem Schlag weggekriegt. Und das ist ja auch scheiße. Ich meine, die sollten, zum Beispiel, wenn die jetzt 25 sind, man aber jetzt Level 50 ist, sollten die auf Level 48 oder so raufgestuft werden. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also, stärker, aber nicht zu stark. Das finde ich echt toll. Oh, Ruhe. Eine Truhe. Sag mal irgendwas. Mein Mund. Hallo. Schläft ein, sozusagen. Also. Ernsthaft, mein Mund fühlt sich irgendwie so schlobberig jetzt an. Wow. Wahrscheinlich, weil ich so viel geredet habe. Das war jetzt vielleicht immer so. Nicht immer, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt habe. Ja, aber andere Let's Player, die ich manchmal zugehöre, die haben das öfters. Ich kannte Hilarius vor langer Zeit, als er noch unter den Engeln weilte. Aber nach einiger Zeit wurde er des Kampfes gegen die Dämonen müde und er begann im Geheimen mit den Dämonen ein Bündnis zu schmieden, um Frieden zu erreichen. Die Dämonen Lilith wurde zu seiner engsten Verbündeten in der Hölle und viele andere Dämonen und Engel schlossen sich ihm an. Oh, es ist zu Ende. Und ich bin Level aufgestiegen. Yay, yeah, Level 32. Yay. Seht die Zerstörung, die Diablo angerichtet hat. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird das die Zukunft der gesamten Schöpfung sein. Warte, leise. Was hast du vorhin gesagt? Ich habe dich überhaupt nicht verstanden. Also, ich wollte gerade sagen, ich fragte mich gerade, ob nicht schon wieder eine Folge vorbei wäre. Och, nee. Keine Sorge, das ist doch nicht schlimm. Das mache ich nicht. Jetzt werden wir erstmal teilen. Weißt schon. Arkane Kugel, Arcanova. Er hört den Explosionsradius der Arkane Kugel. Werde ich mal probieren. Ich mal hier probieren. So, hier. Arcanova. Ja, Arkane Kugel, Arcanova. Diamanthaut hat jetzt Spiegelhaut. Dann gibt es jetzt die Druckwelle, die... Ah, die hat reduziert... Erhöht den Schaden von Druckwelle, reduziert aber den Rückstoßeffekt. Ja, das werde ich benutzen. Ja. Mal sehen, dann noch irgendwas anderes. Energierüstung hat jetzt Absorption. Also... Jetzt nichts mehr Neues. So, das war's. Ja, was machen wir denn? Alter, ich will jetzt endlich zum Bosskampf. Mir wird langweilig. Boah, endlich mal blau. Also, dann guck mal. Wenn die normal sind, oder was ist das hier? Ja, wenn die so sind, der Fertigkeit. Warte, zeige ich dir gleich. Auf Telefon bin ich nicht mal gesteckt. Was? Ach, anscheinend klingelt bei ihm das Telefon. Oh, cool.
Ja, endlich. Große Spanne. Wieso hat er den nicht identifiziert? Wie seltsam. Ja, wo bleibt er denn? War er dann am Telefon? Sicher eine Labertasche oder so. Ach Mist. Mal sehen. CGI, dein ehemaliger Waffenbruder. Yay, neun Objekte zerstört. Und jetzt muss ich leise sein. So, da bin leise. Ich wieder. Leise, leise. Sieht aus, als wären wir beide in Ungnade gefallen, Tyrell. Komm schon, begrüße deinen ehemaligen Leutnant. So, jetzt kannst du wieder reden. Ich hätte so was kommen. Was? Ja. Eins. Boom. Ja, da hat jemand ein Flug und ein Freund von meinem Bruder, der wollte das hier helfen. Nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Ich warte immer noch. Nein. Ich bin schwer verwundet. Fuck. Ja, die Kälte der Hölle, das klingt ja schon mal sehr logisch. Ah ja. Kälte der Hölle, also ich weiß, es ist ja immer besonders kalt. Also macht euch auf was gefasst. Okay, oh! Ey, ich hab den Plan Hirtenstab. Ach, schon wieder, ich hatte den schon mal. Das Teil hier. Plan Hirtenstab. Unverkäuflich. Und bereits bekannt. Also ich kann ihn nicht verkaufen. Der und ich kenne ihn so. Doch wurde er nach einem unbedachten Angriff auf die Höllenschmiede vom Feind gefangen genommen. Isual ergab sich der dämonischen Verderbnis und offenbarte die Geheimnisse der Seelensteine gegenüber den großen Übel. Führer behauptet, dass Isual vor Jahren getötet wurde, doch ist sein Ersatz bisher noch nicht unter dem Kristallboden hervorgetreten. So, jetzt kannst du wieder reden. Was wollte ich sagen? Ja, egal. Ich bin oft zu dieser großen Spanne gekommen, um nachzudenken. Ich höre dich. Du bist sehr leise. Der Anblick hat mich immer beruhigt. Jetzt? Besser. Jetzt hat er die entgegengesetzte besser. Wirkung. So, jetzt. Jetzt? Oh, da ist ein Schatten. Das Glück für einmal macht mein Computer nicht so viel Spaß. Wie bitte? Ich hab Glück, weil heute macht man mein Computer nicht so viel Spaß. Ich hoffe nur, dass wir jetzt noch nicht zu spät sind. Jetzt sprechen wir mit Marius. Ich kann spüren. Ihr habt mich in diesem widerlichen Irrenhaus zurückgelassen, Tyrael. Warum habt ihr mich im Stich gelassen? Obwohl ihr wusstet, dass Baal noch immer unter uns wandelt. Alter, Leute, und du, guck mal rein, was da im Chat geschrieben wurde. Wow! Oh, ups. Oh, ist anscheinend von selber gestorben. Guck mal. Alter, guck mal hier. Ich mag lieber Blowjobs. Blowjobs. Also wirklich. Ist ja jetzt, ich gehe ja gar nicht. Die mag ich auch lieber. Also wenn eine Frau da ist, die Bock hat, ich bin jederzeit dafür zu haben. Ich lese nur vor. Ich eigentlich auch. Aber außer die Frau ist ziemlich hässlich. Wie bitte? Du bist 12, oder? Ja, warum? Versklavte Albträume sind das Zeugnis dafür,
dass es niemals Frieden geben wird zwischen Menschen und Dämonen. Zauberer, die versuchten, sich die dunklen Künste untertan zu machen und mit ihren schwarzen Zaubern Dämonen zu beschwören, sind alle dazu verdammt, zu skelettartigen Albträumen zu werden. Gefesselt an eben jene Macht, die sie ihrem Willen unterwerfen wollten. So, jetzt kann ich wieder reden. So, what would he say? Ja, was soll ich gerade am Sagen? Alles gut vergessen. Das sieht ja jetzt mal gar nicht. Ah ja, ich weiß nicht, aber trotzdem, Thema wechseln. Was? Thema wechseln? Ja. Wieso? Nein, wann? Ach, Achtung. Darin bin ich gut. Vergessen bin ich gut. Hä? Vergessen bin ich gut. Kapiert? Ich bin auch wieder vergessen. Ich kann das nicht. Dann hört ich schon wieder so leise. Tu mal das Mikrofon ein bisschen höher. Ich sehe dich jetzt so? Man hört dich immer noch nicht gut. Versuch mal irgendwas, was dich lauter macht. Ach, ich versuche mal das Mikrofon hier rumzuschieben. So? Jetzt hört man dich noch. Red nochmal. Hallo? Ja, geht. So, jetzt werde ich die mit ihren eigenen Taktik schlagen. Ich werde auch Meteoriten werfen. Ich denke, die Folge ist vorbei, oder? Na, gleich, okay? Ja, aber ich glaube, das ist die Masse. Ja, wir machen das ich gleich. Ich kann auf meine Uhr gucken, wenn du willst. Aber ich würde ja eigentlich fahren. Okay, ich glaube, ich habe den falschen Weg genommen. Ich bin eigentlich den Weg, wo die meisten Monster sind. Dass ich die meisten verkloppen kann. Warte, ich besieg noch kurz die hier. Ich besieg noch kurz die Typen hier. So. Und dann gehe ich jetzt noch kurz dahin und dann hören wir auf. Oh, fuck, Alter. Hier war eine Sackgasse. Also dann, Leute, wir machen nach der Sackgasse weiter. Bis dann, bis zum nächsten Gewinn. Sag auch was. Sag was. Ciao. Bis dann, bis zum nächsten Gewinn. Tschüss.